Yarpanoosh. Genau. Da sind wir wieder zurück in der Casa Homewood. Am nächsten Tag, ich habe die Nacht quasi übersprungen und habe auch für unseren nächsten Auftritt schon die erfordernde Erhöhung der Fitnessfähigkeit durchgeführt quasi oder erhöht. Und wir brauchen jetzt für den Auftritt für morgen am Dienstag, am Donnerstag, heute ist Mittwoch, 5.14 Uhr, am Donnerstag um 9 Uhr beginnt unser Auftritt von ZBB, kurz vor der Apokalypse. Obwohl sich das die Geschichte eher so anhört, als wäre die Apokalypse schon längst vorbei. Ja, Gitarrenfähigkeit wie gesagt erhöhen und die Action-Szene üben, das können wir vielleicht wieder im Restaurant machen. Dort werden wir sicher Leute treffen, die wir kennen. Gut, gegessen haben wir schon, das Wichtigste erledigt, wir sind voll motiviert, um die Gitarrenfähigkeit zu erhöhen. Bitteschön, da steht die Gitarre. Im leisen Plätschern des Springbrunnens können wir entweder üben oder ein Lied spielen. Wir werden mal ein Lied spielen, oder? Zur Inspiration? Nein. Rock. Was gibt's denn? Die Straße runter. Und was für ein Tag. Und weiter so. Da im Hintergrund schalten wir aber die Musik aus. Das ist zwar Command & Conquer, aber wir machen selbst Musik. Jo. Hört sich ja gar nicht so schlecht an. Okay. Natürlich wirklich haben wir irgendeine Rockmusik oder wie ein Rocklied. Obwohl das ja eine Western-Gitarre ist, ne? Normalerweise spielt man solche Lieder eher auf verzerrten E-Gitarren. Aber anscheinend geht das da auch gut. So, das war das erste. Das zweite Lied heißt Lied spielen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welches ich ausgewählt habe. Ja, ich würde auch gern so spielen können. Aber ich glaube, das dauert länger als nur ein paar Tage zu üben. Ich hoffe, das gibt wieder keinen Urheberrechtsanspruch, wenn ich das Video hochlade. Casting-Tipp der Agentur KI. Der Regisseur ist dein bester Freund. Und wenn nicht, dann viel Glück. Sollen wir den einladen? Wir könnten ihn einladen und dann gemeinsam ins Restaurant gehen. Wo wir dann diese Action-Szene üben mit irgendwem Wildfremden wieder mal. Jo. Wäre vielleicht interessant, wenn das die Noten bzw. die Tabs oder die Akkorde zur Verfügung gestellt werden von Sims, müsste man mal nachschauen, ob man das vielleicht nachspielen darf. Aber es fehlen mir noch 25%, das heißt, ich muss noch irgendwas machen. Jammen? Was ist denn Jammen? Kann man das alleine auch jammen? Ich dachte, Jammen wäre so in einer Band ein bisschen experimentieren. Aber anscheinend geht das auch alleine. War erhöht das die Gitarrenfähigkeit? Nein. Oh doch, der Balken ist da. Müsste es eigentlich gehen. Ja, das war's. Ist aber gleich fertig. Aber von Gitarrenfähigkeit ist ja wieder nichts gestanden. Warum brauche ich eigentlich für eine Action-Szene eines postapokalyptischen oder präapokalyptischen in dem Fall Films eine Gitarrenfähigkeit? Was ist denn das wieder für ein Zusammenhang, den ich offenbar nicht verstehe? Da hinten läuft übrigens ein Teletubby. Wie kommt denn das jetzt? Hallo? Die nimmt ihre Rolle sehr ernst anscheinend.
glaube, das ist einer von den Schauspielern, die wir da immer treffen. Aber. Hä? Warum geht die da spazieren mit ihrem Kostüm? Ich habe einen Husten. Was zur Hölle? Das ist übrigens dieser Grillplatz, wo ich einmal war. In der ersten Folge, glaube ich, von Nexarus Homewood. Die 90er WG. Und der war voll besucht an dem Tag. Jetzt ist er leer. Aber es ist auch Winter. Es geht ja im Winter. Normalerweise keine Grillen. Aber, oh, das sind auch Leute. Was ist denn das? Das ist ein. Ja, einer vom Set, glaube ich. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Und das ist. Kann ich nicht anwählen. Da steht da im Misthaufen. Tetsuo, also, die spielen da. Okay. Interessant. Ein Star oder ein aufstrebender Stern, aber ein Kind. Kinderstar. Okay. Oh, wir reden schon mit dem Teletubby. Sind wir jetzt aber weit gegangen. Sogar außerhalb der Szene. Ich komme da mit der Kamera gar nicht hin. Okay. Schön. Ich wollte eigentlich diese Szene aufführen, aber ich glaube, das kann ich mir da schenken. Wir laden jetzt mal den Regisseur ein. Und dann gehen wir mit dem ins Restaurant und werden dort diese Szene aufführen. Allerdings nach einer kurzen Unterbrechung. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Und. Oh, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wer auch immer du bist, ich sehe dich nur im Teletubby-Kostüm, so hat er sich weggebeamt oder sie. Egal, wir wollen den Regisseur einladen. Warum ist das jetzt wieder weg, die Aktion? Hallo? Regisseur und Filmpartner einladen, weil wir wollen ja uns nochmal anfreunden. Die KI-Agentur empfiehlt uns das, dass Keanu Reeves von der 90er WG und eine Person, die ich noch nie gesehen habe. Haben wir jetzt den schon eingeladen oder nicht? Und wenn ja, dann sollten wir vielleicht nach Hause gehen. Nicht schon wieder die Post, oder? Ach, die sind schon da. Schau mal. Anvi Chandran? Die sind schon da. Und der unterhält sich mit dem Spiegel. Was zur Hölle? Ja, ich werde mich mal da ein bisschen, ne, anfreunden auf Comedian-Style-Art. Und der sitzt. Ach, die Kyra ist auch noch da. Drei Leute? Es wird ein großer Film anscheinend, wenn da so viele Leute beteiligt waren. Aber das war ja der Groß da. War schön, dass die meinen Müll wegräumt übrigens. Vielen Dank. Wo ist mein Charakter? Da. Schön, ja, sehr gut. Ich habe gleich das Haus voll. Wir können auch rauf an die Bar gehen. Ah, so. Oh, Servus. Beschämt. Können wir den aufmuntern wieder? Zuspruch geben? Ich muss ja sowieso die Action-Szene üben. Vermutlich ist das auch wieder mein Groß da. Das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Aber irgendwie mag die mich nicht, oder? Wenn das rot ist. Wie schaut's denn da aus mit der Beziehung? Da steht. Gar nichts. Ah, da, Bekannte, weder Freund noch Feind. Naja, aber was bedeutet das Rote denn? Groß da steht da dabei. Kollegen, Bekannte. Okay. Sollten wir die vielleicht noch ein bisschen aufmuntern, damit die gut drauf ist? Sie ist eh glücklich eigentlich. Dann werde ich noch eine Geschichte erzählen. Der sitzt da vor dem dreckigen Geschirr. Was? Okay. Können wir den dann. Eigentlich wollte ich gerade mit dir reden. Wo gehen wir jetzt hin? Die gehen alle nach oben. Ja, okay. Schöne Musikauswahl. Die hat dort bald schon mal sich an der Bar bedient und Getränke zubereitet. Okay. So, wo bin ich jetzt wieder? Was zur Hölle? Ah, okay. Ah, die sollen sich da oben an der Bar ruhig bedienen, kein Problem. Ich möchte da jetzt bitte Schauspiel üben. Und zwar. Da, Szene aufführen. Wir wollen eigentlich eine Action-Szene aufführen. Oder Science-Fiction-Szene. Hätte ich da vorher üben müssen.
Oh. Kongaloya! Komisch, dass das nicht aufscheint, dann. Aber muss ich mich dann in eine Action-Stimmung versetzen? Nein, oder? Aktionen. Keine Ahnung, wie ich dann wieder eine Action-Szene üben soll. Schon eine Science-Fiction-Szene, Gabamba Willifoy! Luna Sieg! Yamisa! Yes! Harsh Panoi Rangoya! Ja, through ya! Arimorph! Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man selbst noch Schauspielen üben, ein bisschen am Spiegel. Und dann das. Steht da nichts diesmal? Letztes Mal war es Gefühl erforschen. Da mussten wir kokettes Gefühl erforschen. Das haben wir gemacht. Dann ist das irgendwie. Habe ich diese Szene dann aufführen können. Aber jetzt. Scheint das leider nicht auf. Ne? Stellen wir sich nochmal der Frau davor. Da hätte ich die Schauspielfähigkeit vielleicht erhöhen müssen. Kann man die Schauspielung? Ah, vielleicht hängt das wirklich mit der Schauspielfähigkeit zusammen. Dass ich jetzt keine Action-Szene aufführen kann. Aber jetzt dürfte sich das gleich erhöhen. Ah, die geht schon, na gut. Es dauert, bis wir jetzt diesen Aufstieg haben. Aber ich brauche das, ich muss das jetzt testen, sonst kann ich das nicht. Ne? Sonst kann ich die Action-Szene nicht üben. Ach, Gott sei Dank. So, wir haben Level 5 der Fähigkeit Schauspielen erreicht. Das bedeutet, ich kann jetzt eine Musical-Szene spielen. Das heißt, ich kann gar keine Action-Szene spielen. Aber warum kann ich denn das überhaupt auswählen? Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Wir sollten das mal reparieren. Das ist jetzt blöd, ne? Ich werde jetzt nicht nochmal die Schauspielfähigkeit bis morgen erhöhen. Bis 9 Uhr, das geht sich gar nicht aus. Ja, ist egal. Probiert haben wir es. Es geht halt nicht mehr. Wir werden schauen, dass wir für morgen gut drauf sind. Das ist das Einzige, was wir machen können. Dafür brauchen wir eigentlich nicht mehr viel machen. Ich weiß nicht, ob sich jetzt die Schauspieler und die, ob die sich wohlgefühlt haben, ich weiß es nicht. Die haben sich oben eh bedient, glaube ich. Ja, also das ist, die Musik ist immer ein bisschen zu laut übrigens. So, wir brauchen nicht überall Radio. Na gut, dann können wir nochmal das letzte hier essen. Und ich würde sagen, wir überspringen mal diesen Tag und sehen uns morgen um 9 Uhr. Beim Auftritt. So, da bin ich wieder zurück und wir sind schon in der Maske oder gehen gerade in die Maske, weil wir wollen keine Zeit verlieren. Ich habe versucht, die Schauspielfähigkeit noch kurz zu pushen bis 9 Uhr, aber sie ist sich gerade nicht ausgegangen. Es wäre egal, weil ich kann die Action-Szene bis dorthin eh nicht mehr üben, falls ich sie freischalten würde mit Level 6. Aber egal. Wir haben, glaube ich, die Schauspielfähigkeit ein bisschen zu wenig beachtet, ein bisschen zu sehr vernachlässigt, aber ja. Wir sind jetzt am Set und kriegen jetzt einmal das neue Gesicht mit ein bisschen Bart anscheinend und die neue Frisur. Blau. Okay. Sehr interessant. Schaut nach, ein bisschen so nach Han Solo-Style. Wie nennt man das? Einzelgänger. Warum habe ich jetzt 881 pro 8 Tantiemenbericht? Oh. Oh, war gute Tantiemen dabei mittlerweile. Auch nicht schlecht, ein guter Nebenverdienst. Ja, wie gesagt, so Lonesome Rider. Achso, das war. Aha. Der hat sich tatsächlich geirrt. Das kann auch mal passieren. Dass der. Also, das ist trotzdem so ein bisschen Lonesome Rider. Ne, sagt man das so? So ein bisschen Einzelgänger, Draufgänger-Typ. Bin gespannt, was das für eine Szene wird und welches Kostüm wir jetzt bekommen. Aber wir werden versuchen, dass wir jetzt noch ein bisschen Schauspiel üben. Wir müssen sowieso die Szene mit dem Co-Star einstudieren. Das ist wieder die Kyra. Ah ja,
Genau, das ja, habe ich jetzt erwartet fast schon. Angespannt wieder, wenn wir verändert gefahren, da können wir aber nichts ändern. Essen müssen wir noch. Schade, ich wollte mal was zum Essen mitnehmen. Wollte das Essen, was wir zubereitet haben und im Kühlschrank liegt, noch extra einpacken ins Arschpaket, aber dann ist schon der Button gekommen zum Mitmachen und dann konnte ich nicht mehr aus. Schade. Werden wir mal die Szene mit der Kyra einstudieren, die schaut komplett anders aus übrigens. Ja, schaut wirklich aus wie so ein Star Wars Setting, aber anti-Held-mäßig, genau. So Bösewichte Szene oder was auch immer. Hört sich jetzt die Schauspielfähigkeit nicht, wenn ich diese Szene einstudiere, leider. Ne? Und da kann ich natürlich auch, das ist das laut wieder, ne? Gehen wir ein bisschen weiter weg. Kann natürlich jetzt auch nicht Schauspiel, nur romantische Szene könnte ich aufführen und Schauspiel üben. Na, schade. Gut, wir könnten aber Schauspiel üben mit ihr. Das würde doppelt gut sein, weil ein Co-Star sollte man schon halbwegs uns verstehen. Geht jetzt hin? Ah, ja. Und das wäre nicht so schlecht. Und da kann man die Schauspielfähigkeit vielleicht noch pushen. Vielleicht geht sie sich aus. Was jetzt ein Casting? Bist du wahnsinnig? Wir haben mit einer, wir sind mit dem Auftritt. Was soll denn jetzt? Was soll denn das? Die Agentur nervt schon langsam. Was ist das laut hier? Vielleicht können wir nochmal die. Ah ja, Levelaufstieg und wir können damit. Aha, wir können aber keine Action-Szene, wir können nicht gelangweilt sein und so weiter. Aber Musical-Szene können wir aufführen, aber leider keine Action-Szene. Komisch. Das ist sehr komisch. Warum ich das dann. Ne? Aber gut, wir haben zumindest die Schauspielfähigkeit ein bisschen erhöht. Wir sollten noch schnell was essen. Gibt es da was Gutes zum Essen? Geschwärzte Farsch. Das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Genau, nehmen wir sich das. Ich habe übrigens noch gar nicht das Setting angeschaut. Ah, das ist auch so, ne? Mhm. Das Setting, ne? Wie schaut denn das aus? Oh, sehr dunkel, aber puh, verwuchert, riesig. Apokalyptisch. Postapokalyptisch. Fallout ein bisschen, ne? Erinnert ein bisschen an Fallout. Ich bin gespannt, wie es ausschaut, wenn es beleuchtet ist. Aber es dürfte wohl an Fallout ziemlich angelehnt sein. Aber mit Käfern soll das ja sein, ne? Ich bin nicht gespannt, wie das dann ausschaut. Der Timer meldet sich gleich. Aber wir werden diese Szene noch aufführen. Müssen wir noch irgendwas machen oder können wir noch was machen? Tratschen? Können wir mit dem Huhn da tratschen? Können wir leider nicht, ne? Muss ich erst vorstellen. Mit ihm? Den kennen wir schon. Oh, da können wir Action-Szene aufführen. Geht das jetzt noch? Oh, da läuft mir dann wieder die Zeit weg, ne? Wir haben nur bis 18 Uhr Zeit, nicht, dass dann wieder, dass wir das jetzt wieder abbrechen müssen. Das will ich ja auch nicht. Ja, das ist eine Action-Szene offenbar. War ja sehr einseitig. Hat aber nicht gezählt. Für diese Action-Szene. Okay, egal. Dann lassen wir das. Ist das der Regisseur? Nein, Produzent. Ich brauche nämlich Notizen. Der Regisseur ist nicht da. Ja, das ist gut. Kameramann? Die Hölle ist der Regisseur. Ach da, Regisseurin. Können wir noch gar nicht. Lustig vorstellen. Dann Notizen halten und dann führen wir gleich die Szene auf, damit man die Zeit nicht wieder davonläuft. Das wäre. Das wäre nicht gut. Ja, ich bin der neue Star hier. Interessiert sich nicht, okay? Notizen bitte. Kameraschienen, Kamerafrau Schienen. Ich glaube, das Setting ist jetzt, ne, das schaut alles viel besser. Naja, viel besser, aber es schaut teurer aus. Wie wenn das alles ein bisschen teurer wäre und eben besseres Essen. Also schon ein bisschen ein gehobeneres Setting, als wir davor immer hatten. Können wir mit der tratschen wenigstens? Ja, weniger, hm?
move. Sawubi, Blurky, Usarta. Joe's a quiz at. Yibs. Ratschen ist nicht unverwunden. Okay, egal. Wir sind bereit. Damit uns die Zeit nicht wegläuft, führen wir die Szene auf. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Oh, Tratschen haben wir damit auch. Okay. Und los geht's. Kampfszene aufführen. Geschichten erzählen, Szene aufführen, okay, und umarmen Szene aufführen. Schauen wir mal. Es gibt zwei Sets anscheinend hier. Dieses Indoor-Set, eine Bücherei oder was das war. Und da dieses Outdoor-Set. Okay, fangen wir mal im Indoor-Set an. Da haben wir auch einen Groß da. Und ja, da, was ist das für eine Szene? Das ist die Umarmen-Szene. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was hätte man da gebraucht? Action? Ja, da muss man lieber auf sicher gehen, weil das ist wahrscheinlich diese Action-Szene, die wir geübt hätten müssen. Die haben wir nämlich gar nicht üben können. Und deswegen sollte man da lieber auf Nummer sicher gehen. Und da gibt es noch Gitarre oder was? Tatsächlich. Okay, bin ich gespannt. So, wie schaut das aus? Ja. Ja, das war die epischste Umarmenszene, die ich je erlebt habe. Kann man sich da was nehmen? Nein. Okay, das wäre mal das erste gewesen. Ich glaube, das war recht gut. Dann gehen wir weiter zur, das wäre die Action-Szene. Die muss ich mit ihr machen wahrscheinlich. Umarmen ist Action. Das ist, aha, das ist Kampffähigkeit. Dafür brauche ich die Fitnessfähigkeit, okay? Da können wir ruhig riskant sein, weil wir haben Fitnessfähigkeit 7. Brauchen tun wir nur 5. Und die schaut jetzt auch nicht so stark aus, also. Wenn wir hier so seitlich, ja? Ah, ja. Da sieht man nicht viel. Punk, zack, puff. Aber. Schaut auch souverän aus. Weiß nicht. Da oben ist noch Gold, das scheint gut zu sein. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur mal die Gitarrenfähigkeit. Da tun wir lieber auf Nummer sicher, da brauchen wir nicht riskant. So, dann bin ich gespannt. Wie das ausschaut. Ups. Und wo ist die Gitarre? Ja. Weiß nicht, für was ich jetzt die Gitarre. Ah, da kommt jetzt die Gitarrenszene, okay. Achso, das war eine Geschichten erzählen. Da hatte ich aber auch die Gitarrenfähigkeit, ne? Komisch. Na gut. Was tut denn der jetzt? Drehbuch begutachten. Ah ja. Kann ich da aber nicht auf den anklicken? Oh ne. So, jetzt kommt die Gitarren-Solo-Szene. Ob es dann auch so postapokalyptische Gitarren gibt? Was ist mit der Kameraschiene da eigentlich? Fahrt er schon ein bisschen rum, ne? Wäre schon interessant zu sehen, welche Kameraeinstellungen da gewählt werden und dass man sich dann das Endergebnis anschauen könnte, aber das haben sie, glaube ich, nicht eingebaut. Na gut, ja, ich würde sagen. Ah, es gibt noch eine Szene, Ablebensszene, wo? Ach, okay. Ich glaube, das geht sich mit der Zeit aber ein bisschen knapp aus. Ah nein, eine Stunde noch, okay. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Die Ablebensszene, okay. Das sind doch ein bisschen viel Szenen. Ja. Todesszene. Ja. Weiß nicht, ob das so gut war. Ah, das war nur Silber, das war nicht gut. Hm, schade. Da haben wir wieder nichts für Gold. Das müssen wir beim nächsten Mal dann schauen. Ja gut, jedenfalls haben wir es in der Zeit wenigstens geschafft. So, da wird das Licht auch ausgeschaltet. Aber das Setting war gut. Das hat mir schon gut gefallen.
Aber irgendwie komisch, dass ich da im Fallout-Universum Gitarre spielen muss. Die Käfer fehlen mir da ein bisschen, was da erwähnt worden sind. Tja, Nexaros hat Silber erreicht. Verdient 2400, das ist gar nicht so schlecht, ne? Das ist wirklich nicht schlecht. Das hat sich ausgezahlt. Bleib mal kurz da, weil da steht, Nexaros ist wegen seiner atemberaubenden Schauspielerinnenleistung für einen Preis nominiert. Verfolge am Sonntag um 19 Uhr die nächste Preisverleihung, um herauszufinden, ob er gewonnen hat. Das haben wir schon einmal gehabt, habe ich dann aber leider nicht mitverfolgen können, weil, ich weiß nicht, habe ich vergessen oder haben wir das übersprungen? Keine Ahnung. Aber es ist heute Donnerstag. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Und das werden wir sicher in der nächsten Folge dann sehen. Oh, wir müssen schon dringend das WC. Ja, gut, okay. Und wir sind anscheinend auch hier befördert worden. Aufsteigender Stern. Und schon wieder befördert worden zu Sitcom-Star. Nexaros ist jetzt Sitcom-Star. Neue Castings sind verfügbar. Okay. Und aufsteigender Stern. Nexaros wird als aufgehender Stern gefeiert. Er hat zwei weitere Ruhmpunkte erhalten, mit denen er Ruhmvorteile kaufen kann. Außerdem kann er jetzt Autogramme schreiben oder für andere Sims für Fotos posieren. Gute Gelegenheiten für solche Aktivitäten bietet das Meet and Greet Ereignis, das er jetzt veranstalten kann, indem er gesellschaftliches Ereignis planen am Telefon wählt. Okay? Das heißt, wir können wahrscheinlich hier zwei Punkte, hat er gesagt. Also ich kann eines jetzt vergeben. Also zwei. Also kann ich eines und dann vielleicht noch eines. Das schauen wir sich dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und hier haben wir zum Glück noch keinen Marottenplatz freigeschaltet. Na schön, das ist ja doch, hat ja doch gut funktioniert, aber trotzdem leider nur Silber, aber egal. Das heißt, da haben wir... Aha, Straßenkünstler haben wir auch schon aufgetreten. Das heißt, wir brauchen nur mehr Gold, dann kommen wir zur nächsten Kategorie und bekommen mehr... Ne? Punkte für das, diese, weiß gar nicht, wie die Punkte da heißen. Naja, dann war das ja ein relativ erfolgreicher Arbeitstag im Fallout-Setting quasi. Präapokalyptisch mit Käfern, die nicht da waren, aber wie auch immer, was ist das für ein Star? Opernstar? Eine Statistin. Naja, schön. Dann sehen wir sich, würde ich sagen, in der nächsten Folge und schauen wir sich dann dort die Castings an, was es dann im nächsten Level gibt. Naja, obwohl wir nicht diese Action-Szene üben konnten, haben wir trotzdem Silber erreicht, wenigstens was, und haben sogar eine Beförderung erhalten und sind jetzt aufgehender Stern. Eine neue Kategorie quasi in unserem Talentbaum, und werden in der nächsten Folge werden wir diese Talentpunkte gleich vergeben und uns die neuen Castings anschauen, die jetzt angeblich verfügbar sind. Vielleicht werden wir dann nochmal schauen, ob es neue Agenturen gibt. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal.